Hey Leute und willkommen bei einer neuen Folge Happy Wheels. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe mir gesagt, ach komm, Limbo machst du nicht, aber seht her, ich mache es. Warte, ich mache mal in den Ton ein bisschen lauter von dem Spiel und oh. Ich glaube, ich habe die Steuerung schon wieder komplett vergessen. Und da sind wir auch schon. Warte, ich kann mich immer eben. Okay. Warte, wie mache ich das nochmal so? Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen einleben hier. Ist schon etwas länger her, dass ich das jetzt mal gespielt habe. 4 Tage. Und so fahren wir. Oh mein Gott. Okay, hier bei dem Baumstamm. Das sind alles. Und das ist. Das war eine Spinne. Ja, das war eine deutliche Mikro-Übersteuerung, die ist das letzte. Was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist mein Ding jetzt kaputt gegangen. Das war eine ziemlich starke Mikro-Übersteuerung letztes Mal, als hier Limbo gespielt habe, als da die Spinne war. Nein, 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 nein. Okay, weg. So, und jetzt hoch hier. Und was machen wir jetzt bei der Spinne? Sollen wir jetzt warten? Ah, sehr schön. Okay, wie geht's weiter? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Immer mehr Spinnen. Hilfe. Vorhin war es ja nur eine Spinne in dem Level, glaube ich, in Part 2 war das. Ja, ist auch klug, dass man so einen Text schreibt und dann ist da dieser Bildschirm hier vor, dass man das dann nicht durchlesen kann. Aber, natürlich hätte ich mir das durchgelesen, ne? Natürlich. So, warte, was machen wir denn als nächstes? Gorillas Revolution. So, nehmen wir mal wieder hier fette Frau. I shall create the Gorilla Paradise. Ja, mach das mal. Oh. Ach komm, alle Sachen sind noch im Behälter. Fang mal. Little did we know. Ach komm, egal. Guck mal, das ist dein Mann. Ja, es war dein Mann. Ach, ich glaube, wir sind am Flughafen. Also würde ich sagen, weil hier steht Departures. Ah, alle vorbei. Also alle nicht mehr da. Okay, Emergency. Ach du Kacke. Notfall oder was heißt das? Irgendwie so. Ach, kein Ding. Wir fahren einfach weiter. Hier, ne? Oh. Keine. Los, du schaffst das. Iss einfach den Boden auf und dann schaffen wir das. Oh. Okay, Neustart. Da oben bei. Ach so, übrigens, wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, einfach in die Beschreibung schauen. Da ist ein Link drin, dann könnt ihr das selber spielen. Und nicht immer mich fragen von wegen, wo hast du dir das gedownloadet? Ich finde das nicht. In der Beschreibung steht, glaube ich, der Link totaljerkface.com. Dann seht ihr da direkt Happy Wheels und dann drückt ihr einfach auf Play Now oder irgendwie so. Und dann könnt ihr auch schon mit mir. Was heißt mit mir? Ihr könnt dann einfach dieses Spiel spielen. Oh. Da war ein Gorilla. Oh, Hilfe. Hier sind. Ach du Kacke. Nein, nein, ich glaube, das ist falsch. Fangen wir mal. Oh. Interessant. Ich glaube, wir waren richtig, aber wir haben gedacht, dass es falsch wäre. So, okay, fahren wir mal hierher. Die Kelloggs müssen mit. Immer dabei, hier vorm Reifen. Natürlich, wenn ich im Supermarkt bin, scheiß auf die Kelloggs, nicht in Dingens tun, in Einkaufswagen. Ich bin allgemein selten im Einkaufen. Das ist meistens immer meine Mutter. Die fragt dann, hey, willst du noch was aus dem Aldi oder was weiß ich? Und ich mal so, ja, 40 Tüten Chips, 20 Tüten das. Und dann weiter. Help me. Okay, helfen wir dem mal. So. Okay, da gehen wir nicht her. Hallo, hallo. Ich drück gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Burns, the Pyro-Gorilla. Bam, bam, bam. Naja. I shall create the Gorilla Paradise. Also ich finde das hier sehr crazy alles. Crazy shit. Wir sind auf jeden Fall an einem Flughafen. Können wir nicht den Mann hier mal einfach mitnehmen? Okay, wenn du nicht willst. Wir sind hier auf jeden Fall in einem Flughafen. Mann, ist die Frau zu blöd, das hinzukriegen, oder was? Ich glaub's mal nicht. Naja. Wir sind hier auf jeden Fall an einem Flughafen. Und irgendwie wurde der eingenommen von Gorillas. Und wir müssen den Flughafen von den Gorillas befreien. Die haben schon ein paar Menschen getötet. Unter anderem haben wir jetzt zum Beispiel diese Person da getötet. Und natürlich wollen die Gorillas nur noch uns töten. Von daher müssen wir uns beeilen, die Menschen retten und versuchen nicht selbst dabei drauf zu gehen, was bei mir vielleicht eventuell der Fall sein könnte. So. Nein, wir helfen dir nicht. So, jetzt hierher. Oh, noch mehr Gorillas.
Tactic-Gorilla. Ich glaube, es gibt verschiedene Gorillas, die so Art, naja, wie soll ich sagen, vielleicht Endbosse darstellen oder so ähnlich. Hallo, wie lang will das denn noch hier? Sind wir falsch oder ist das jetzt richtig? Slow down. Mann, Mädel, das war nicht mit Slowdown gemeint. Mensch, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Dass wir jetzt hier verkacken. Einfach nur, oh nein. Ach, komm. Wir changen mal hier unseren Charakter. Hier, Vater mit Kind. Ist doch perfekt. Kann das Baby sich ein paar Gorillas ansehen hier im Zoo-Flughafen, sag ich mal. Und der Vater kann da ganz eins gediegen einfach durchfahren. So, den Anfang verstehe ich immer nie. Das ist immer so rot und ist das pink. Naja. So. Erstmal den alten Opa hier mitnehmen. Ach, guck mal, wenn wir mit dem Kind rumfahren, ist der Opa sofort tot. Denkt sich, ah, sieht das scheiße aus. Komm, sterbe ich mir lieber. Ach so, übrigens, was ich noch sagen wollte, beziehungsweise, naja, was ich nicht sagen wollte, was mir jetzt spontan einfällt. Boah, der hat mir uns nur den Helm weggenommen. Es gab da so einen Typen, der hat eine Analyse über mich gemacht, so wie ich das von YouTubern mache. Ich weiß nicht, ob er die Idee von mir hat. Kommt, glaube ich aber. Er analysiert halt immer mal wieder Let's Player, heißt es, glaube ich. Let's Player-Analyse oder irgendwie so. So, bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Waha. Und er hat halt auch eine Analyse zu mir gemacht. Ich habe den Link auch bei Facebook gepostet. Der Typ heißt, glaube ich, Gamers Dogma oder so. Und was ich auf jeden Fall dazu sagen wollte, er hat mir insgesamt 8 von 10 Punkten gegeben, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Nur, was ich dazu sagen wollte, er hatte als Kritikpunkt angeäußert, dass ich teilweise Sprechpausen einlege. Ich habe früher nonstop geredet in Let's Plays. Und zurzeit lege ich immer mehr Pausen ein. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass es in manchen Spielen besser ist, wenn man teilweise Pausen einlegt. Zum Beispiel, wenn man, also ich empfinde das so, Gronkh bzw. Debitor oder auch die ganzen anderen Let's Player, die machen zwischendurch immer so ein paar Sprechpausen, wenn sie zum Beispiel gerade Erde abfahren. Bei Debitor sieht man es wirklich extrem, da finde ich es teilweise wirklich schon zu extrem, wie lange Pausen der da hat. Ach ja, komm, wir nehmen einfach mal das Fenster mit hier. Da finde ich es teilweise wirklich schon zu extrem, aber... Boah, 2 Minuten, ein Level, sehr schön. Aber war ein gutes Level, wollte ich echt sagen. Also bei Debitor finde ich es teilweise echt zu extrem, wie lange Pausen er einlegt. Bei Gronkh merkt man das zwar, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Und ich mache eigentlich so die geringsten Pausen, finde ich. Also ich bin eigentlich immer so durchgängig am Labern. Ey, die Typen hatten wir noch nie. Och, Herr Jemine. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir dafür mal einfach diese Person wieder nehmen. Ich glaube, sind wir jetzt in einem Schulwaggon? Oder war das falsch, was ich... Ah! Ich hätte mich, glaube ich, gar nicht zumachen müssen. Losfallen lassen, keine Ahnung. Oder ich weiß gerade gar nicht... ist das jetzt so geplant gewesen? Also wenn ich das schaffe, bin ich echt gut. Hä? Als ob das so geplant sei. Guck jetzt gerade auch, da war eine kleine Pause. Und das halt dieser Typ in seiner YouTube-Analyse bei mich halt... Ach, ich sag immer YouTube-Analyse, weil das so meine Idee war. Aber... Das hat der Typ auf jeden Fall... Boah, hä? Hab ich's nicht geschafft? Das hat der Typ auf jeden Fall kritisiert, dass ich teilweise solche Pausen mache. Und ich find's eigentlich... Ich hab's extra angewöhnt, weil ich's besser finde, dass wenn man teilweise Pausen macht. Und da, ich fände es ganz gut, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ich lieber so weitermachen soll wie jetzt. Oder einfach komplett durchlabern soll. Eigentlich, was ich finde, was ich zurzeit mache. Oder ob ich noch mehr Pausen machen soll. Also, ob ihr meine komplette Art des Kommentierens geil findet. Oder ob ihr da irgendwelche Verbesserungen habt. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe mir gedacht, dass meine Art, wie ich Spiele kommentiere, zurzeit relativ gut ist, weil mich viele Leute neu abonnieren. Viele Leute sagen mir, ich habe eine geile Stimme zum Kommentieren, ein geiles Mikro, weiß ich nicht, eine gute Art halt. Also jetzt ohne irgendwie mich selbst zu loben, aber wenn er das natürlich so meint, mache ich mir darüber natürlich schon Gedanken, wie ich das machen soll. Und ich glaube, das war Fail. So, ich bleibe jetzt einfach mal in meiner Karre hier sitzen. So. Und jetzt müssten noch eigentlich von oben gleich ein paar Kugeln kommen. Ah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Jetzt ist mein... Ah, jetzt sind meine beiden Beine weg.
Oh, ah. Ja, da sind wir auf der Strecke liegen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse jetzt mal einfach los hier. Komm, wir schaffen das doch wohl. So. Nein, ich möchte mich hier. Da, sehr schön. Perfekt. So ist doch schön. Jetzt haben wir die Karre ja auch mal zu. Können wir hier drin nicht snailen ein bisschen? Geil. Ich will snailen, dann kommt so eine Kugel an. Auch interessant. So, jetzt haben wir unseren Roller auch mitgenommen. Können wir uns nicht irgendwie ein bisschen. Ja, so sitze ich auf jeden Fall im Schulbus. Los, es geht los. Gleich sind wir in der Schule. Schön Mathe-Klausur. Übrigens, ich hatte in der Mathe-Klausur eine 2 plus. Und ich habe fast kein bisschen. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe fast kein bisschen dafür gelernt. So, fallen wir mal hier rein. So. So kann es doch nichts passieren hier eigentlich. Okay, lege ich mich mal so hin. Machen wir noch ein bisschen Yoga hier im Schulbus. Kann ja auch nicht schaden. Ist ja ganz gesund. Wow, cool, wir haben es geschafft. So mehr oder weniger. Wow, 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 wow. Ich finde das Level wirklich interessant. Und wisst ihr, was ich jetzt mal versuche? Ich versuche mal alleine weiterzufahren. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Ne? Über so ein paar Autos, ich meine, das ist doch. Ist doch nix. Ey, wenn ich das alleine schaffe, obwohl man es eigentlich mit dem Schulbus machen sollte, bin ich echt gut. Muss ich schon sagen. Komm, ich schaff das. So. Ach nee, verdammt. Naja, Restart. Komm, wir schaffen das jetzt. Nur ich würde mich hier wirklich gerne reinlegen können. Also mit der Hand am Lenker. Egal, ich versuche es mal so zu schaffen. Aber ich glaube, da wird uns der Helm nachher auch nichts bringen, wenn wir dann den ersten Salto machen. Okay. Bisher läuft es relativ gut. Mehr oder weniger. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir fallen gleich raus. Ach, Quatsch. So, ich glaube, das Level können wir nicht schaffen. Exit to Menu. Also kann man natürlich schaffen, aber ich schaffe das nicht. Und ja, ich werde irgendwann auch die User-Levels machen, aber erstmal, wenn ich hier. Ich schau mal, wie viel das sind. Ich glaube, das sind nämlich noch ein paar. Super Mario 64. Da haben wir doch das erste Level nicht hingekriegt. Von daher können wir das ja nun mal probieren. Ich glaube, das ist das gleiche. Ja, das ist das gleiche. Egal, jetzt kann ich das Spiel auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Dann kann ich mir das ja nochmal ansehen, wie genau das ablief hier. Beziehungsweise, ob ich das denn nun schaffe. Weil ich glaube, ich muss ja immer noch die Kugel hier reinbekommen. So. Vielleicht schaffe ich es ja auch diesmal mit den Sternen zu. Düdüm. Stern geholt. So, jetzt fahren wir hier. Kind natürlich immer dabei. Ah. Nein, nein, nein. Ach, verdammt. Neustart bitte. Dankeschön. Ach so, übrigens, ich bin, glaube ich, von. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Entweder von Montag bis Mittwoch. Ja, ich glaube von Montag bis Mittwoch. Was haben wir denn hier unten? Hey, jetzt mal ernsthaft, was haben wir denn hier unten? Also außer die Pflanze jetzt. Mann, kann die mich nicht mal vorbeilassen. Ah, okay. Naja. Ich glaube, ich bin von Montag bis. Nee, von Sonntag bis Mittwoch oder von Montag bis Mittwoch oder irgendwie so bin ich weg. Da bin ich in Koblenz, falls ihr das kennt. Ich glaube, das ist irgendeine Stadt. Und du tötest mich jetzt. Okay, er tötet mich. Da bin ich auf jeden Fall mit meiner kompletten Familie, weil wir das meiner Oma irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt haben, dass wir mit ihr 3 Tage nach Bielefeld fahren, da fahren mein Cousin und was weiß ich, wer da alles mitfährt. Wird auf jeden Fall ganz lustig werden, weil wir auch alle ungefähr in dem gleichen Alter sind. Ach, der eine guckt sogar meine Videos. Und jedenfalls bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, ob da Videos kommen werden oder nicht. Muss ich einfach schauen, ob ich das schaffe, zeitlich mit dem Hochladen. Sonst wird nochmal eine kleine Abwesenheitsnotiz irgendwo kommen bei Facebook oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. So, jetzt hier rüber. Ich war übrigens gerade wieder bei Meckes. Und ihr denkt bestimmt alle, ich bin übelst fett, weil ich so oft. Ey! Mein Gott! Ihr denkt bestimmt alle so, ich bin übelst fett, weil ich die ganze Zeit schreibe.